Zum ersten Mal in einem Museum, zum ersten Mal in der Kunsthalle Rostock. Die Werke der Künstlerin Ulrike Teusner zieren seit dem 17. September die Wände des Kunstmuseums. Teusner studierte Kunst in Weimar und Frankreich und wurde zu einer echten Weltenbummlerin. Die 39-Jährige ist auch Model und war dafür bereits in New York, Paris, Berlin und London unterwegs. Auch dort widmete sie sich der Kunst, stellte aus, verkaufte ihre Bilder. Unter dem Titel »Grelle Gegenwart« werden nun mehr als 150 Werke in Rostock präsentiert. Grelle Gegenwart ist mir eingefallen durch Gegenwart, weil sich ja die Arbeit auf das Gegenwärtige bezieht und man als Künstler auch die Zeit, in der man gerade lebt, reflektiert und dass die sich umgebende Welt. Deshalb Gegenwart und Grell. Grell ist so ein sehr ambivalenter Begriff. Der hat einerseits dieses hell, blendend, Bonbonfarben. Einerseits diese Komponente und andererseits eben so dieses Kreischende und Dröhnende und zu viel und über, einfach immer zu laut. Und diese Mischung in diesem Titel, das spiegelt auch so die Gegenwart wider, in der wir sind, ne? Diese Ambivalenz, in der wir uns bewegen. Für die Kunsthalle Rostock ist es eine Ehre, dass Ulrike Teusner ihre Werke hier zum ersten Mal in einem Museum ausstellt. Bisher fanden ihre Bilder den Weg in die Galerien. Also erstmal freue ich mich natürlich darüber, dass wir diese wunderbare Ausstellung hier realisieren können, jetzt in diesen für mich perfekt geeigneten Räumen des Schaudepots. Und ja, warum Teusner? Das ist eine Künstlerin, die durchaus schon bekannt ist in Fachkreisen, viele Sammler. Wir haben ja viele Leihanfragen gestellt bei großen Sammlungen, aber in der Museumswelt noch nicht. Und insofern ist es eben immer spannend, solche Positionen auch zu entdecken. Und wenn wir durch die Ausstellung gehen, sieht man ja, welche hohe Qualität da ist. Die Inspiration für ihre Werke findet Ulrike Teusner praktisch überall. In allem, was sie sieht, könnten sich zukünftige Motive verbergen. Vor Ort fotografiert sie, macht sich Skizzen oder zeichnet. Dann arbeitet sie in ihrem Atelier und findet die passende Technik zum Motiv. Also ich mache das eigentlich so, dass das Bild, das Motiv, was auch immer ich machen will, immer eine spezielle Technik auch braucht. Ne? Manche Arbeiten funktionieren tatsächlich nur als Pastellzeichnung, manche gehen nur als Monotopie, also als Einmaldruck, wo das eher gemalt wird als gezeichnet. Manche müssen eine Kaltnadelradierung werden, die erfordern ganz feine, akkurate Striche. Das liegt sehr an dem Motiv, was ich mache. Oder manchmal braucht man auch Tusche, um was Großes, Gestisches darzustellen. Und so ist es zustande gekommen, dass wir in der Ausstellung eben verschiedene Techniken haben, weil eben die Motive verschiedene Techniken auch erfordern. Bis zum 24. Oktober sind die Werke von Ulrike Teusner in der Kunsthalle Rostock zu sehen. Sie präsentiert Eindrücke von ihren Reisen, ihren Erlebnissen und der Gegenwart.